Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen ehemaligen Generalleutnant. Guten Tag, Herr Olshausen. Guten Tag. Wir haben es eben gesehen. Die NATO versucht, Risse zu kitten und optimistisch nach vorne zu schauen. Jens Stoltenberg hat eben von Einigkeit gesprochen, von einer gemeinsamen Aufgabe, die es zu bewältigen gelte. Wie optimistisch sind Sie, dass das gelingen wird? Ich glaube, es wird gelingen, weil der Artikel 5, von dem hier immer gesprochen worden ist, also von dem Schutz gegenseitig, keiner abweichen will. Da haben Sie alle erkannt, wer das sozusagen in Frage stellt. Und wir haben ja selbst Herrn Trump zum Fan der NATO gewonnen in den letzten 2 Jahren, mit ein paar Einschränkungen natürlich. Aber die NATO muss 2 ihrer anderen Artikel genauso ernst nehmen, nämlich den, dass jedes Land für diese Schutz, das seinige beitragen muss. Das ist ja seit 4 Jahren laufende Frage der Verteidigungsausgaben. Und den Artikel 4, das ist der, den Herr Macron natürlich besonders ins Feld geführt hat, nämlich der Konsultationen über alle Themen, die sicherheitsrelevant sind, sodass möglichst in dem Bereich von Krisenmanagement, von Krisenbewältigung natürlich vermieden wird, dass gegenteilige Auffassungen sozusagen vor Ort und möglicherweise sogar mit Waffengewalt in Nordsyrien sich auswirken. Und der Artikel ist da, er muss nur gelebt werden. Und ich habe gefragt, als das mit der Türkei losging, wie oft die Türkei denn den Artikel für Konsultationen gezogen hat. Und da wurde mir aus dem NATO-Hauptquartier signalisiert, gar nicht. Und jeder kann den Artikel 4 initiieren. Also es hätten auch die anderen die Türkei bitten können, dazu vorzutragen. Das muss sicher besser werden. Und das bezieht sich nicht nur auf Nordsyrien, sondern auf viele andere Punkte auch. Sie haben eben schon den französischen Präsidenten Macron angesprochen. Er war ja auch einer, der ein ganz neues Rollenverständnis gefordert hatte im Vorfeld des NATO-Gipfels, eine neue Strategie. Wie genau bewerten Sie das? Also ich glaube, er hat ja eine Vielzahl von Punkten gemacht. Wir wollen mal das Wort weglassen, ob es medizinisch ist oder anders. Er hat den Punkt gemacht, dass es keine Abstimmung gibt. Das war Nordsyrien, sowohl der Rückzug der Amerikaner wie der Einsatz der Türken. Das war aus seiner Sicht eine klare Verletzung des gemeinsamen, sage ich mal, Wirkens bei der Krisenbewältigung. Er hat den Punkt gemacht, dass wir zu wenig und nicht klar genug über den Terrorismus, in den Kampf gegen den Terrorismus sprechen. Und da ist natürlich in diesen Tagen besonders die gefallenen Soldaten in Mali für ihn präsent gewesen. Und er hat in einem der Interviews ja gesagt, also wer sehen will, was wir tun, unseren Preis zahlen, der kann gerne bei dem Gedenken an die 13 Toten nach Paris kommen und dabei sein und das sehen. Also wir haben auch emotional schon, sage ich mal, mit dieser Sache befasst. Und das Dritte ist, wir müssen über die Aufgaben sprechen, für die wir Geld brauchen und nicht nur über das wir Geld brauchen. Das war, glaube ich, einer seiner wichtigsten Punkte. Jetzt haben Sie gerade schon den Terrorismus angesprochen, Jens Stoltenberg eben in der Pressekonferenz übrigens auch. Der sagte, man wolle natürlich den Terrorismus bekämpfen, allerdings nicht für Frieden auf dem Schlachtfeld sorgen, so waren seine Worte. Wie realistisch ist das? Jetzt gerade haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, US-Präsident Trump, der in Afghanistan war und die Truppen dort besucht hat und sagte, man wolle die Friedensbemühungen, die man unterbrochen hatte seit September, wieder aufnehmen, sich mit Taliban-Chefs treffen. Inwiefern ist sowas wirklich aussichtsreich? Also der Friede in Afghanistan hängt vor allen Dingen an den Afghanen. Solange afghanische Gruppierungen noch glauben, dass sie durch Waffengewalt mehr Macht und Einfluss gewinnen können als ohne, solange wird es schwierig sein für jede Art von internationaler Gemeinschaft, die sich dort helfend einbringt, zu einem Fortschritt zu kommen. Aber wenn beide oder die Gruppen, die sich dort sozusagen bekämpfen, der Meinung sind, dass sie einen Weg finden müssen, wo sie ausreichend Einfluss haben, aber nicht den ganzen Einfluss und dass das auch für sie besser ist, als weiter zu kämpfen, dann haben wir eine Chance, dass es sozusagen zu einer Beruhigung kommt. Dass dieses Land, das seit Mitte der 70er Jahre im Krieg ist, natürlich nicht sozusagen durch einen Hebel umschalten befriedet werden kann, ist klar. Dazu gehört auch, dass die afghanischen Sicherheitskräfte ja immer noch in einer Phase des Aufbaus sind, auch des Tumultes. Da gibt es ja auch viele, die wieder rausgehen aus den Streitkräften, plötzlich wieder bei den Taliban auftauchen. Also die Bewegung in dieser Gruppierung des Landes ist schon schwierig genug, aber die Außeneinflüsse natürlich auch. Pakistan, Indien,
Iran, China, neben denen, die also als NATO-Verbündete und Partner dort tätig sind, haben natürlich alle ihre Punkte, die sie gerne in Afghanistan durchsetzen möchten. Und diese Einzelheiten, die werden ja nicht immer öffentlich. Ein Thema also, die Bekämpfung des Terrorismus, ein Schwerpunkt der NATO, ein anderer, auch darüber hat Stoltenberg eben gesprochen, ist die Beziehung zu Russland. Zum ersten Mal sind NATO-Truppen in den osteuropäischen Ländern, in den Balkanstaaten stationiert. Welche Rolle wird das in Zukunft spielen oder spielen müssen vielmehr? Also die Beziehungen zu Russland sind ja durch die Maßnahmen der Russen in der Ukraine, erstens Annexion der Krim, zweitens der ständige fortgesetzte Kampf in der Ostukraine, natürlich zum Erliegen gekommen zunächst einmal. Die Russen haben sich sozusagen erlaubt, ein Gebiet für sich zu besetzen, zu annektieren, von dem sie glauben, dass es durch ein korrektes Referendum an sie gegangen ist. Und sie führen weiterhin Krieg in der Ostukraine. Solange vor allen Dingen das Letztere anhält, kann man eigentlich nicht zu einem Geschäftsbeziehungen, wie sie vorher sein konnten, zurückkehren. Es gibt sicher Bereiche, wo man mit den Russen sprechen kann. Das ist sicherlich auch der Terrorismus, denn davon sind sie auch betroffen. Das ist sicherlich auch die Frage der Vermeidung von Missverständnissen bei Übungen und entsprechenden Aktionen. Und da gibt es ja schon sehr risikoreiche Dinge. Ich habe gerade gelesen, dass auch die russischen Unterseeboote durchaus ein Problem für die Sicherheit der Staaten, insbesondere auch der Ostseestaaten, bilden können. Also da gibt es Grund, über militärische Dinge zu reden. Es gibt sicherlich auch Grund, über die Fragen von Abrüstung zu sprechen. Das Moratorium, was auch Macron erwähnt hat, das der Putin vorgeschlagen hat, das ist natürlich ein trojanisches Pferd von Putin. Denn er hat seine Raketen stationiert und erwartet von den anderen, dass sie nichts tun. Das ist natürlich so ähnlich wie, behaltet mal den INF-Vertrag, egal wie sehr ich ihn verletze. Also da muss man schon neue Wege finden. Aber wenn Putin an einem Abrüstungsgespräch interessiert ist und möglicherweise das auch ausgedehnt werden soll, es wurde ja erwähnt, durch chinesische, sage ich mal, Mitwirkung dabei, denn deren Raketen, einige der ostasiatischen Länder sind davon immens betroffen, von dem, was die Chinesen aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber bisher signalisieren die Chinesen, erst müssen die beiden ganz Großen viel weiter abrüsten, bevor wir an solchen Gesprächen teilnehmen. Große Herausforderungen also für die NATO. Herr Olshausen, vielen Dank für das Gespräch erst einmal bis hierhin.